Hallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt's den Geburtsbericht von mir. Ich erzähle euch, wie die Geburt von unserem Sohnemann verlaufen ist. Vorab für diejenigen, die das allererste Mal einschalten. Ich habe bei Kaiserschnitt entbunden, da der kleine Mann in Beckenendlage war. Und bei uns werden keine Beckenendlagengeburten gemacht, also bei uns im Krankenhaus, ne? So, nur vorab für diejenigen, die jetzt neu eingeschaltet haben und sich fragen, ja, wieso entbindest du bei Kaiserschnitt? Weil das kam auch immer in meinen Updates hin und wieder mal die Frage, wieso wird es bei Kaiserschnitt oder wieso wird es ein Kaiserschnitt und so. Deswegen möchte ich es hier nochmal vorab sagen. Ja, die anderen, die wissen eh Bescheid. Am 22. Mai hatten wir einen Termin ausgemacht im Krankenhaus. Um sieben mussten wir dort sein. Wir sind dann dorthin, waren die zweiten, vor mir war auch eine Frau, die bei Kaiserschnitt entbunden hat. Und ja, haben uns dort angemeldet. Dann wurden wir in den Kreissaal geführt. Genau, dort habe ich mich umgezogen. Also ich versuche jetzt mal das alles so, den Ablauf, wie das war. Also ich finde sowieso, dass Kaiserschnittgeburten, da kann man nicht so viel erzählen, weil ich denke mir, es ist geplant. Man weiß, an dem Tag kommt das Kind auf die Welt und es ist jetzt nicht so wie eine normale Geburt, wo die Blase, ich hatte einen Blasensprung oder plötzlich kamen Wehen oder nicht plötzlich oder über die Nacht kamen dann immer wieder Wehen und, ne, also dann war ich 5 cm offen, dann 6, ne, das ist ja hier nicht so, das ist eher so, ja, alles nach Plan und deswegen kann man nicht so viel erzählen, aber ich versuche einfach mal so die Reihenfolge, wie es bei uns abgelaufen ist, euch zu erzählen. Okay, jetzt, also dann wurden wir in den Kreißsaal geführt, ich habe mir dieses hübsche Ding da angezogen, ne? Dieses, was hinten offen ist. Nein, beziehungsweise das ist gar nicht mehr offen. Vorne knöpft man das zu, genau. Habe mich dann hingelegt und dann wurde TTG ganz lange geschrieben. Es war alles in Ordnung. Dann wurde mir der Zugang gelegt, noch bevor Ultraschall gemacht worden ist oder so. Aber ja, dann wurde mir der Zugang gelegt und was war dann noch? Ganz viele Fragen haben die ja immer und. Also wir haben echt lang gesessen. Um 10 vor 7 waren wir dort und der kleine Mann war um kurz vor 12 da, also 11.56 Uhr. Naja, also es war schon eine lange Zeit, vor allem das Warten, das ist ein bisschen anstrengend. Also nicht anstrengend, sondern so, ne, man ist sowieso schon so nervös und dann muss man da noch warten. Aber gut. Oh Gott, ich kann mich jetzt schon nicht mehr dran erinnern, obwohl es erst nicht mal 2 Wochen her ist. Also er. Wir haben heute den 3. Juni oder so, also Montag erst, und heute Samstag, Montag wird er erst 2 Wochen alt, ne? Also man vergisst das irgendwie so schnell. Aber ganz viele Sachen, ich durfte mich ganz normal bewegen, danach nach dem CTG und auch vorher, bevor er angeschlossen worden ist. Und mein Mann hat mich immer versucht, so ein bisschen zu entspannen, weil ich doch recht nervös war. Also, ne, es ist... Ich habe versucht, ich bin auch eine positive Person, aber ich habe, es kommen dann immer so die Gedanken, ne, was ist, wenn das passiert? Es war wirklich nervenaufreibend, irgendwie dieses Rumliegen. Und ich war erst die dritte, vor mir waren noch 2 Kaiserschnitte. Und es geht alles recht flott, aber wenn man dann dort sitzt und wartet, dann kommt es einem vor, als ob es Ewigkeiten dauert. Gut, auf jeden Fall, dann kam die Visite mit den ganzen Ärzten, da waren glaube ich 10 Ärzte drinnen, dann haben die so ein kleines Ultraschallgerät genommen, haben geguckt, der Kopf war noch immer oben und haben dann gesagt, gut, sie kommen dann halt, ne, dran, bla bla bla, ich habe ja alles für die PDA und für die ganzen Dinge, da habe ich schon alles vorher unterschrieben, deswegen habe ich mich jetzt darum nicht mehr kümmern müssen und lesen müssen und keine Ahnung. Da ging immer die Hebamme rein und raus, also eigentlich wie so bei der normalen Geburt, ne, so man, die Hebamme geht mal rein, mal raus und so war das hier auch. Sie hat dann alles vorbereitet, so auch danach zum Schluss, also kurz vor dem Kaiserschnitt hat sie dann so die Windeln hergerichtet und ne, zum Einwickeln, Handtücher, dann das für die Hand, ne. Irgendwie so, und wir haben das so zugucken können und ich fand das so, oh, ich krieg jetzt schon Gänsehaut, bitte schaut euch das mal, das erkennt ihr nicht, aber ich krieg jetzt Gänsehaut, wenn ich daran denke. Und dann, ja, ging's los, dann kam plötzlich jemand rein, also so ein, keine Ahnung, wer das war, so in so einem Kittel, ne,
ich glaube, das war die Anästhesistin oder so, kam rein und sagt, ja, in 10 Minuten ist die Frau dran. Und ich so, was? Oh Gott, 10 Minuten, oh Gott, Hilfe, ne? Wenn man so den Moment weiß, die Uhrzeit weiß, jetzt geht es in 10 Minuten los. Dann habe ich noch den Katheter vorher ein bisschen noch gelegt bekommen, also nach der Visite der Katheter, der war, ich habe es mir schlimmer vorgestellt, das ist so ein bisschen so ein Piekser oder so ein kleines Brennen oder so, ne? Ich hatte auch vor dem so ein bisschen Angst, wie das sich anfühlt, hatte ich nie und war aber jetzt nicht irgendwie schlimm, also kann ich jetzt nicht sagen. Und dann 10 Minuten später kam der Herr da, der mich da hingeschoben hat. Ich habe mich auf so einen anderen Tisch legen müssen und dann ging es raus. Ich sag's euch, dann war irgendwie die Aufregung weg. Ich war nur so in dem Modus, ich sehe jetzt mein Kind, in ein paar Minuten sehe ich mein Kind, um Gottes Willen, ne? Das ist richtig krass, das Gefühl. Dann kam ich dorthin, schiebt er mich in so einen Vorraum rein, macht dann den OP-Saal auf und fragt dann, ob er rein kann, ne? Und dann hat er mich reingeschoben und ja, dann hat es geheißen, setzen Sie sich hin. Ich kriege jetzt da hinten in den Rücken das, wie heißt das, PDU heißt das, nicht PDA, sondern PDU. Gut, haben mich hingesetzt. Unter Wehen ist das ein bisschen schlimmer, wie ich finde. Ich hatte ja die PDA bei der Lea. Unter Wehen ist es, finde ich, schlimmer, einfach weil man plötzlich kommt eine Wehe und man kann nicht ruhig sitzen, man muss aber, ne? Haben mich halt hingesetzt, da kam so ein Mann, also so ein, was auch immer, ein Arzt, stellte sich vor mich hin, hat mich bei den Schultern festgehalten und sagte zu mir, und hat meine Schulter so ein bisschen runtergedrückt, einfach damit ich, oder besser festgehalten, damit ich einfach nicht zucken kann und ne, mich zu krass bewegen kann. Auf jeden Fall wurde mir der Kittel ausgezogen und ich habe ein Handtuch bekommen. Ich erzähle es euch in Details, weil ich finde das mega interessant. Habe auch nach solchen Geburtsberichten geschaut, als ich noch schwanger war. Und ja, auf jeden Fall, wo war ich denn jetzt? Genau. Und dann kam die Anästhesistin, ich hasse dieses Wort, hinter mich und hat dann so ein bisschen irgendwie was Kaltes drauf geschmiert, desinfiziert und ne, keine Ahnung, da kenne ich mich ja nicht so aus. Hat dann die Rippen abgetastet, so seitlich, da bin ich ein paar Mal aufgezuckt, weil ich bin ja ein mega kitzliger Mensch. Und dann saß da noch eine Frau, die hat so ein bisschen mich abgelenkt, ne? Das kennt man ja so in OP-Sälen, wenn da jemand mit einem so redet und versucht, ja, dich abzulenken und ja, gefragt, ne, was es wird und wie heißen wir, hat gemeint, ja, jetzt hatten wir, ist der erste Junge heute, wir hatten 2 Mädels und keine Ahnung, ne, und dann sagte sie, gut, wie hat sie denn gesagt, jetzt steche ich oder so in der Art, und hat dann reingestochen und ich dachte, ich meine, das ist so ein Piekser, wie wenn man Blut abnimmt, ne. Also ich bin ja da nicht so pingelig, also ich hat das jetzt nicht irgendwie, mir hat das jetzt nicht irgendwie wehgetan oder so. Und dann, ja, ich glaube zweimal hat sie, oder dreimal, zwei oder dreimal hat sie gestochen hinten. Und dann hat sie gemeint, gut, jetzt werden die Füße warm. Und als sie dieses Wort warm nur ausgesprochen hat, wurden meine Füße richtig so kribbelnd warm. Und ich dachte mir, okay, jetzt geht's schon los. Und dann waren die so schnell, haben dann meine Füße gleich genommen und da irgendwie aufgestellt, keine Ahnung, ne? Weil ich so gut, man konnte nicht, also ich habe noch versucht, es ging noch ein bisschen, so ein bisschen bewegen und dann, das war wie, du willst sie bewegen, das ist richtig krass, du willst sie bewegen, es geht aber nicht, richtig, richtig krass auf jeden Fall. Dann habe ich mich hingelegt, dann haben die angefangen, meinen Bauch mit diesem gelben Zeug da einzuschmieren. Aber was ich jetzt noch vergessen habe zu sagen, noch im Kreissaal guckt sie, ob man rasiert ist, ne? Da ich ja so eine Person bin, ich erledige das alles zu Hause und deswegen war es bei mir jetzt nicht nötig, aber ihr werdet natürlich vor einem Kaiserschnitt in dem Bereich halt rasiert. Das wollte ich noch dazu sagen für diejenigen, die es interessiert, oder ihr macht es halt zu Hause, so wie ich. Genau, noch was im Kreißsaal. Ich habe mir extra frisch meine Nägel lackiert. Ja, ich weiß, manche denken sich, Gott, sie kriegt jetzt ein Kind und geht sich Nägel lackieren, aber ich habe es einfach so gemacht. Ich habe meine
meine Finger und meine Füße lackiert und dann hat sie gemeint, ja, wir müssen das ablackieren, weil die Ärzte wie heißt das, unterm Kaiserschnitt, unter der OP, immer schauen, ob die Finger sich irgendwie verfärben oder blau werden oder irgendwie, das ist dann wieder ein Anzeichen für sie, also habe ich auch vergessen, genau. Dann, meine Lieben, wo war ich jetzt? Da waren wir schon in dem OP-Saal. Ich hoffe, ich verwirre euch jetzt nicht. Genau, Bauch wurde eingeschmiert mit diesem Zeug da, ne? Und dann haben die noch Witze gemacht. Keine Angst, es bleibt nicht so. Und keine Ahnung, sie kriegen normal ihre Hautfarbe wieder. Also, sie waren ganz locker drauf, alle Ärzte, Gott sei Dank. Und ich habe dann nichts mehr gespürt. Die Anästhesistin, die Frau halt, ne? Stand dann neben mir und dann meinte sie, sie werden Ruckeln und Berührungen spüren, aber sie werden keinen Schmerz spüren. Also ich kann ihnen ne, dieses Ruckeln, wie sagt man denn das? Dieses, ne, wie wenn jemand halt an dir zieht und zerrt und keine Ahnung, das kann ich ihnen nicht nehmen, aber ich habe ihnen mit der Spritze halt den Schmerz genommen, ne? Diese Schmerzen, wenn man halt, ne? Versteht ihr mich? Hoffentlich. Gut, ich rede so kreuz und quer, aber ja, verzeiht es mir. War das dann auch so? Also ich habe so Berührungen von den Ärzten habe ich gespürt, aber Schmerzen so natürlich keine und so. Und dann kam dann so ein Tuch, also so ein dickes, fettes Leintuch, so ein grünes, ne, was man halt so auch von den OP-Sälen kennt. Kam dann lag sie, legte sie zuerst so gefaltet auf meinen Bauch, das weiß ich noch. Und dann kam da so eine Stange und die haben das dann da aufgehangen und ich habe dann natürlich nichts mehr gesehen. Zum Glück, weil sowas würde ich mir nie und nimmer anschauen wollen. Um Gottes Willen. Und dann ging es los. Also ich habe eigentlich irgendwie erwartet, irgendwas, dass ich irgendwie weiß, dass es losgeht. Ich habe dann nur einfach nur gespürt, so ein bisschen, so dass da irgendwas passiert, aber natürlich keine Schmerzen oder so. Aber nur so, wie soll ich das erklären? Also einfach so, dass da rumgewerkelt wird, ne? Das habe ich gespürt, aber wie schon gesagt, keine Schmerzen natürlich. Und dann wurde plötzlich gesagt, da war noch ich weiß nicht was, das war eine Schwester oder so, die war auch und die Anästhesistin, die waren halt so neben mir. Und die eine hat, die Schwester oder was auch immer das war, hat dann gemeint, ich kann ihre Hand nehmen, aber bitte nicht zu so fest drauf drücken, hat sie gemeint, die brauche ich nämlich noch. Aber das war wirklich, also mein Mann war übrigens nicht dabei, der durfte nicht dabei sein. Irgendwie schade, aber das ging so schnell, also ich hatte einen Termin, also wie um 11:30 haben die gesagt, holen die mich ab und mein Mann hat dann gemeint, das war schon 20 vor 12 oder so, als die gekommen sind. Ich habe dann gar nicht mehr auf die Uhr geschaut. Und er war um 11:56 Uhr war er da. Also wirklich mega schnell geht sowas. Und genau. Genau, dann habe ich ihre Hand genommen und die haben mich dann noch festgeschnürt. Da habe ich ein bisschen Angst bekommen, wieso sie mich jetzt so festnageln auf beiden Händen. Aber gut. Ich bekam das am Finger, ne, und Blutdruck, es wurde alle paar Minuten Blutdruck gemessen und er ist dann ein bisschen immer gefallen, aber das war jetzt nie dramatisch, dass das jetzt irgendwie, ne, das war jetzt nie irgendwie schlimm, dass die irgendwie eingreifen mussten oder so. Und dann plötzlich sagt die, Gott, ich könnte jetzt schon wieder heulen, es geht jetzt los. Auf jeden Fall sagt dann die Ärztin, also die, ich weiß nicht, einer von den beiden, die halt neben mir standen, haben dann nur gemeint, das Baby, oder wie haben die gesagt? Nein, 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 wartet mal. Dann haben die gemeint, ah, die Füßchen sehen wir schon. Das haben die dann noch gesagt. Nein, nein, tut mir leid. Zuerst haben die gesagt, der Popo kommt jetzt, den sehen wir schon. Dann haben die gemeint, jetzt kommen die Füße und dann verging noch ein bisschen eine Zeit und dann haben die gesagt, jetzt ist der Kopf da. Und dann habe ich auch schon das Weinen gehört, also das Schreien, ne? Und kurz bevor er ganz draußen war sozusagen, haben die noch gemeint, einer von den beiden, wie schon gesagt, sie bekommen das Baby dann von der linken Seite, ne, zu sich. Und so war das dann auch, also. Er kam dann, boah, ich könnte heulen, ich sag's euch.
die Hormone sind, ich sag's euch, noch immer nicht am rechten Fleck, also so wie sie sein sollten. Ich spinne noch immer ein bisschen herum mit dem Heulen, aber gut. Und dann kam er halt von der linken Seite und wir durften so ein bisschen kuscheln und so. Und ja, danach wurde er zum Kinderarzt gebracht. Das ist so üblich bei den Kaiserschnitten, dass die Kinder dann zum Kinderarzt gebracht werden. Dort hat auch mein Mann dann gewartet und ja, er wurde kontrolliert. Es war alles in Ordnung. Er war 3700 10 Gramm schwer. Ich hätte gedacht, der ist 3,3 oder so, keine Ahnung, ich weiß nicht, wieso ich ihn kleiner geschätzt habe, aber er war 3710 Gramm schwer, 52 Zentimeter lang und Kopfumfang weiß ich jetzt gar nicht mehr, kann ich euch aber hier hinschreiben, falls es jemand interessiert. Ja, es war ein Junge, natürlich, klar. Er heißt Gabriel, wie ihr hoffentlich schon alle wisst. Und ja, dann verging noch eine halbe Stunde, also ich war im Kreißsaal, bin ich dann noch gelegen, 4 Stunden lang. Aber im Kreißsaal kam ich dann um 12:30 Uhr. Also er kam um 11:56 Uhr auf die Welt und um 12:30 Uhr war ich dann im Kreißsaal, bis sie mich zugenäht haben und so weiter. Ich muss ganz ehrlich sagen, als er so ankam, also als sie mir ihn so gegeben haben, war ich so erst so. Ich kann es sich gar nicht erklären. Ich war so perplex. So. Ich weiß nicht, ich kann euch das nicht in Worte erklären, dass mir gar nicht die Tränen kamen. Und dann, als er wieder weg war, als ne, die dann da weitergemacht haben, kamen mir so richtig die Tränen. Also dann habe ich so heulen müssen irgendwie. Aber in dem Moment, wo er da war, ich weiß nicht, war ich so ganz komisch. Ich weiß auch nicht. Ich kann es euch gar nicht erklären. Ich war einfach nur so froh, dass er da ist, dass es ihm gut geht und zumindest das, was ich so gesehen habe, ne? Er hat geschrien und ja, es war richtig krass. Also ja. Genau, um 12:30 Uhr war ich da im Kreißsaal, musste dann 4 Stunden liegen, damit ich meine Beine wieder spüre. Puh, danach, ja, von den Schmerzen her muss ich sagen, hatte ich an dem Tag, ging es dann so gegen 5, habe ich so langsam gespürt, okay, ein bisschen tut es da so ein bisschen weh, ne? Gegen 7 habe ich mir so eine Infusion geben lassen, so ein Schmerzmittel, weil ich Angst hatte, dass das noch schlimmer wird, weil die Ärztin gemeint hatte, das wird noch ein bisschen stärker. Und dann dachte ich mir, oh nein, ich will noch mit meinem Kind, ich habe noch Besuch bekommen, mir ging es toll, ich sah toll aus, muss ich ganz ehrlich sagen, das klingt so blöd. Aber meine Mutter, es haben alle gesagt, du siehst aus, wie wenn du kein Kind gerade auf die Welt gebracht hast. Einfach weil, ja, man sich nicht so anstrengt, ne? Es ist komisch. Also, ich werde auf jeden Fall mal so einen Vergleich machen, so ein Video, was meiner Meinung nach Vor- und Nachteile einer normalen und einem Kaiserschnitt hat, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand den Kaiserschnitt nicht schlimm. Wirklich nicht. Also ich konnte am dritten Tag schon nach Hause gehen, weil es uns toll ging. Mir ging es toll, dem kleinen Mann ging es toll. Ich hatte zwar eine Hebamme zu Hause, also zu Hause, ne? Ich hatte eine Hebamme, deswegen durfte ich auch früher heimgehen, sonst müsste man 5 Tage im Krankenhaus bleiben. Aber dass uns so gut ging, normalerweise bleibt man 4 mit der Hebamme, wenn man eine Hebamme hat, ansonsten 5. Und ich durfte am dritten Tag schon nach Hause, weil es uns wirklich toll ging. Ich konnte am selben Tag schon aufstehen, man musste eigentlich am selben Tag schon aufstehen. Auch der Katheter wird am selben Tag rausgezogen. Was kann ich euch noch sagen? Mein Fuß ist eingeschlafen, das kann ich euch noch sagen. Wartet mal. Kleiner Mann meldet sich auch, falls ihr ihn gerade hört, er schläft nämlich. Ich hole ihn auch gleich und zeige ihn euch. Und ja, er hat bestimmt Hunger. Eigentlich war es das, meine Lieben. Das war der Kaiserschnitt. Also, die haben mir noch während des Zunehmens dann erklärt, so jetzt nehmen wir die erste Schicht zu, dann die zweite und jetzt wird halt die Narbe schön gemacht. Das habe ich nicht verstanden. Aber ja, das war's. Meine Narbe sieht man jetzt schon fast gar nicht. Heute ist der 12. Tag. Also ist nur so ein kleiner Strich. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es mir viel schlimmer vorgestellt. Ich habe es mir viel schmerzhafter vorgestellt. Ich fand es nicht schlimm. Okay, wartet mal.
So, Freunde, kurze Stillunterbrechung. Jetzt geht's aber noch ganz kurz weiter. Ich glaube aber, ich habe eh alles gesagt, oder? Um es jetzt nicht noch länger, noch mehr in die Länge zu ziehen, weil ich sehe schon, dass es ein echt langes Video wird. Aber Geburtsberichte sind es, obwohl ich gedacht habe, Kaiserschnittgeburt wird nicht so lang. Aber naja. Auf jeden Fall habe ich jetzt am Schluss noch gesagt, dass ich es nicht schlimm fand. Ich fand es wirklich jetzt nicht schlimm. Ich weiß nicht, also es haben viele gesagt, sie hatten extreme Schmerzen, es ging ihnen nicht gut, sie konnten sich nicht um ihr Baby kümmern. Also ich habe mein Kind nie keine einzige Nacht abgegeben oder keinen einzigen Tag oder keine einzige Sekunde abgegeben, weil ich mich gut gefühlt habe. Aber ich glaube, das ist wirklich von Mensch zu Mensch anders, wie es verhält. Zum Beispiel meine Hebamme war hier gestern und sagte zu mir, also gestern hat sie mir die Pflaster runtergezogen, runtergetan, und die meinte, also ich habe vor ihnen noch drei Frauen gehabt, die Kaiserschnitt empfunden haben, und bei ihnen sieht die Narbe am schönsten aus, am feinsten, und es ist auch wirklich so. Ich werde jetzt meine Narbe hier nicht in die Kamera halten, weil es doch im Schambereich ist, ne, aber vertraut mir, sie ist wirklich, es ist nur, mein Mann hat auch gemeint, ich habe mir das viel, viel schlimmer vorgestellt. Ich mir auch. Ich glaube, ich habe alles erzählt. Uns geht's toll, wir haben uns recht gut eingelebt, muss ich sagen. Lea ist gar nicht eifersüchtig, überhaupt nicht. Sie ist eher so sehr fürsorglich. Sie läuft immer hin, sobald der weint, und umarmt ihn, und ne, dann fängt er meistens noch mehr an zu weinen. Aber daran muss er sich gewöhnen, das ist halt so. Und ja, wir haben uns gut eingelebt. Nächste Woche möchte ich auch wieder Videos drehen für euch, beziehungsweise Vlogs drehen. Mal schauen, wie das wird. Und ja, das war so. Und ich wurde am Mittwoch, wie schon gesagt, entlassen, und alles in Ordnung. Ihr hattet kein Gramm. Oder nein, wie sagt man das, kein irgendwas, Geldsucht, es geht ihm gut, zum Glück. Das war mir eigentlich das Wichtigste, dass es ihm gut geht, dass er gesund auf die Welt kommt. Und er isst viel, er schläft viel und er macht die Windeln immer voll. Also die Windeln bei ihm sind wirklich immer voll. Und wenn er nicht sofort Essen bekommt, also wenn ich nicht schnell genug ihm Essen gebe, dann wird geschrien. Aber dazu noch mehr im Monatsupdate. Er ist ja übermorgen schon 2 Wochen wieder alt, also wieder schon 2 Wochen alt, also jung, alt, wie auch immer. Und genau, die Zeit vergeht. Ich versuche echt, das zu genießen, so gut es geht, aber irgendwie rennt mir die Zeit davon so richtig. Aber gut, falls ihr noch Fragen habt, falls ich was vergessen habe, schaut in die Infobox, da habe ich es bestimmt hingeschrieben. Ansonsten war's das. Ich zeige jetzt euch noch den kleinen Mann. Und das war's. Genau. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. So, ihr Lieben, das ist er. Das ist unser Zwerg. Vielleicht kriegt er noch die Augen auf. Der ist gerade am Schlafen. Mal schauen, er hat so blaue Augen, auch viel heller als seine Schwester. Ich glaube, die werden so wird er vielleicht noch am Papa kommen. Der Papa hat nämlich blaue Augen, gell? Auf jeden Fall, das ist er. Der hat hier ein Body in Größe 62, der sehr gut passt. Der ist halt ein großer Junge. Und jetzt wiegt er schon fast 4 Kilo, 3,9 irgendwas. Ja, das ist unser kleiner Zwerg, aber ihr seht ihn dann eh in unseren Vlogs. Einfach nur, damit ihr ein bisschen was von ihm seht. Genau.